Guck mal, ich mach Musik. Bestimmt bewertet Tubo bald meinen. Also wer hat das denn abgemischt? Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zusammen mit dem lieben Fix. Hello. Und wir spielen heute mal eine schmackhafte Runde Fortnite Battle Royale und in der Runde zeigen wir euch mal einen. Danke für den Furz. Oh, hier stinkt's, ey. Und wir zeigen euch heute mal in der Runde einen Fortnite-Bug, der schon extrem lange im Spiel drin ist. Irgendwie, keine Ahnung, Fortnite hat den schon Ewigkeiten nicht gefixt. Anscheinend ist er nicht wichtig genug. Und ich glaube, so gut wie niemand weiß auch überhaupt von dem Bug. Und ja, den werden wir euch heute mal zeigen. Dafür müssen wir einfach nur ein bisschen rein sweaten. Und genau das werden wir jetzt machen. Let's go. By the way, Leute, auch heute verlose ich natürlich wieder 2000 V-Bucks an alle Leute, die mich als Creator eingetragen haben. Also, falls ihr die gewinnen wollt, einfach nur Snoxy als Creator eintragen. Ich haue jetzt hier quasi Daily Gewinnspiele raus. Falls ihr da Bock habt mitzumachen, einfach nur Snoxy als Creator eingetragen haben und mir einen Hashtag Creator in die Kommentare schreiben. Und dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Und ich habe irgendwie nur richtig scheiß Equipment. Darf ich auch mitmachen bei deinem Gewinnspiel? Weil ich kann mir keine V-Bucks leisten und ich werde mal gemobbt von meiner Klasse. Du mit deinem scheiß Renegade. Raider, ey. Ja, Mann, die lachen mich immer aus, die sagen, das ist No-Skin, weil der nie im Shop ist. Ja. Aber ja, passiert. Du hast da mehr Tänzer als ich. Das stimmt. Ich bin sogar, als ich im Urlaub war, immer mit dem Handy online gegangen, nur um die Tänze zu holen. Ich habe mir schon gedacht, so, hä, wird Chris selber online gehen und sich die Dances kaufen im Urlaub? Ich habe erstmal angefangen auf dem Laptop mit diesem Internet dort aus, ich war ja, für die Leute, die es nicht wissen, ich war in Österreich in so einer, keine Ahnung, es war so ein richtig altes Haushalt und da gab es halt Internet, was so langsam war. Ich wollte das Fortnite-Update laden, aber das waren irgendwie dann so noch 17 Tage oder so, das, die Ladezeit. Und dann dachte ich so, okay, das ist mir ein bisschen lang. Und dann habe ich, Dann habe ich erstmal die Hälfte von meinem mobilen Datenvolumen verbraucht dafür, dass ich, weil ich hatte auf dem Handy das noch nicht geupdatet. Ich musste halt im App Store die App updaten und das hat irgendwie die Hälfte von meinem Datenvolumen gezogen. Und dann habe ich erstmal am 5. Februar habe ich schon die Meldung von der Telekom bekommen, 90% ihres Datenvolumens ist jetzt aufgebraucht und am letzten Tag kam dann so, okay, sie haben ihr Maximum erreicht. Ja. Wie viel Volumen hast du? Ja, ich glaube 8 GB. Ich glaube, ich habe auch 7 oder so. Also, und die habe ich halt dadurch instant verpuffert. Ein bisschen. Oh, Gegner kommt. Oh, ja, ich komme zu dir. Südosten? Bei dir oder? Down? Oh ja, ich sehe sie. Ist der eine down? Ja. Hä, was war das denn für? Ich glaube, die haben aufgegeben, ja. Easy. Doch, komm, wir tauschen. Nee, ich kann nicht tauschen, weil ich die Taste nicht belegt habe. Hast du nicht? Nein, Sitzplatz wechseln hat keine Taste. Warum auch immer. Du willst Pro-Gamer sein. Ja, ja. Da ist ein Gegner. Da ist sie. Warte, wollen wir oben drauf landen? Scheiße. Was machst du? Ja, ich bin ausgestiegen und dann hat's mich gebuggt. Oh, ich habe einen getötet. Oh, ups. Sorry. Mann, der hat auch keine Schrotflinte. Ist das dein C4? Nee. Uff. Uff. Was ist passiert? Was ist passiert? Uff, was ist passiert? Der ist irgendwo in meiner Nähe. Ah, da. Oh, der ist richtig noobig, ey. Ich glaube, er ist hier hochgelaufen. Das ist viel zu verwinkelt. Ah, da ist er. Oh Mann, das war ziemlich traurig für ihn. Er sitzt in der Tür und denkt sich. Ja, Mann. Die kommt gleich rein. Beste Taktik. Aber die Frage ist, wo ist sein Mate? Ah, der ist doch. Achso, nein, der war. Er war nicht instant down, ne? Oh, Sound. Oh Gott. Das Flugzeug noch das Flugzeug, ich hab's eingeparkt. Let's go. Oh, da ist ein Gegner. Was, die hol ich mal. Boost einfach durch. Jawohl. Hab ihn. Oh, nice. Noch einer. Oh, nein. Hab ihn. Rett mich direkt. Oh Gott, ey. Medikit? Ich muss direkt. Du das laut? Oh nein, nein! Oh mein Gott. Es war 0,1 Sekunde. Oh shit, oh shit. Ich muss so schnell mir die Dings holen. Hol dir die Bandys, okay? Ja, ich muss die Bandys holen. 5 Bandys sind das, okay. Und ich stelle instant launch. Boah, das ist ein Gegner. Ich komme. Wo ich gepinnt hab. Ja, die haben mich nicht gesehen. Ich lande hier unten. Hast du. Oh, ich hätte abgeschossen, ja. Ich bin fast down. Nein. Komm runter zu mir. Ja. Gib dir ein Mini und trink dein Biggie selber. Die kommen, die kommen. Komm hier rein. Oh shit, oh shit, oh shit. 63er Hit auf ihn. Boah, der ist richtig low.
Nice, sehr schön gemacht. Der letzte ist neben ihm. Oh, nice, sehr schön. Easy. G zu dem G. Huhuhu. Ich habe 2 Launchpads. Wir können auf jeden Fall safe in die Zone. Okay. Fenster und gib ihm. Das ist ein Luftballon, den muss ich noch kaputt machen. Ah, der nur die goldenen, der war ja ein Silber, ne? Nee, Silber ist der nur bei dir, weil du ihn schon kaputt gemacht hattest. Was? Ja. Das hätte ich sowas von für ein Gericht, ey. Wusstest du das wirklich nicht? Nee. Ich hab gedacht, die sind einfach Silber manchmal Gold. Die werden Silber, wenn du sie kaputt gemacht hast. Die Challenge ist ja, goldene Ballons zu zerstören. Und wenn du es halt geschafft hast, ist halt nicht den gleichen zweimal kaputt machen. Boah, meine Nase hier todeshart. Dann kratz sie! Ah! Okay, Austin. Oh ja, ich sehe. Oho! 225 Headshot. Nice. Oh, noch einer. Okay, diesen. Oh, das ist noch einer. Hier ist ein Team. Links ist ein Team. Warte, guck mal da. Bleib stehen. Oh, er ist nicht stehen geblieben. Also den einen habe ich genockt, den anderen. 42er, auf der hinteren nochmal 40er. Okay, beide gut getroffen. Push, okay. Nur so Fake-Push. Ah, die haben die gekillt. Ja, die haben die gekillt. Ja, okay. Dann let's go. Nein! Als ob. Als ob. Oh nein. Die sind scheiße. Ja, aber... Ja, das war's. Nein. Oh, was für ein Fail, ey. Na, okay, Leute, um euch den Bug zu zeigen, müssen wir nämlich gewinnen. Also spulen wir jetzt einfach kurz vor auf die nächste Runde. Also, ja, let's go. Ich höre noch einen. Ja, auch im Baum. Im anderen Baum. Und ich krieg keinen Kill dafür. Richtiger Scam, Alter. Das ist ja voll die Verarsche. Lol, kein Kill, ey. Du hast den Baum aber zerschossen, oder? Ja. Komischer Scam, weißt du? Ich ruf bei Epic an. Entschuldigen Sie, Epic. Mein Kill, den hätte ich schon gern. Ich will den gut geschrieben haben. Erst mit 2 Stunden in so einer Beschwerde-Hotline hängen. Du zahlst nur so Gebühren. Ja. Dom hat auch gestern erzählt, früher wurde irgendwie vor einem Jahr oder so wurde sein Overwatch-Account von einem Chinesen gehackt und jetzt wurde sein Facebook-Account vom Chinesen gehackt. Und er meint so, er findet eigentlich China voll cool, er versteht nicht, warum die ihn immer hacken. Und dann meine ich so, ja, er soll einfach mal in China anrufen und sich beschweren, so, hallo, ist da China? Ich möchte mich beschweren, ich finde euch cool, warum hackt ihr mich immer? Kann das bitte aufhören? Danke. Aber woher weiß er, dass es ein Chinese ist? Ich glaube, der ändert immer die Namen zu irgendwelchen chinesischen Zeichen und schreibt immer irgendwas auf Chinesisch. Schon so. Haha, ich habe deinen Account. Und lock ihn irgendwo aus China halt, weißt du so. Da drüben ist noch eine Kiste, wollen wir uns die holen in Retail? Oh, da hinten ist ein Gegner Richtung Klippenhaus. Okay, er ist white. Okay, er wurde getötet mit der Pistole. Hinter uns! Nice. Ah, das war sein Mate. Er hat ein Launchpad. Der hinter uns gekommen. Oh, ne? Geschossen. Unter mir ist einer. Den Zaun. Ein Hit, down. Nice. Lauf, den Zaun. Macht übel damit. Ich glaube, jetzt kriegen wir beide einen Snipe. Oder du kriegst einen Snipe und du wirst instant. Das ist immer so. Okay. Es leben nicht mehr viele Leute. Oder einer gekillt? Oh, okay, dahinter. Es sind noch 4 Gegner. Einer ist schon genockt von dem einen Team. Okay, sehr schön. Let's go! Einer, beide ist down. Einer hat 3 Hits bekommen. Okay. Der andere hat auch 4 Hits bekommen. Ich push ihn. Was bist du? Hab einen knocked. Oh nein, er ist geriftet. Let's go. Geschützt. Komplett klein.
Nice, okay. Leute, um euch den Bug jetzt zu zeigen, ihr müsst einfach nach dem epischen Sieg kurz warten. Und zwar kann man sich jetzt ja noch bewegen. Jetzt gleich kann man sich nicht mehr bewegen, Achtung. So, jetzt kann man sich quasi nicht mehr bewegen, ne? Ich kann drücken, was ich will. Wenn man jetzt aber auf Spieler melden geht, dann öffnet sich dieses Menü und dann kann man sich auf einmal wieder bewegen. Kann einfach wieder rumlaufen, man kann sogar springen. Hallo Fix! Na du? Wie geht's dir? Hallo? Tschüss! Und ich kann jetzt auch außerhalb der Zone laufen. Ich laufe immer ein bisschen weg, ne? Keine Ahnung, also ich verstehe schon, dass es kein kritischer Bug ist oder so, aber irgendwie, sie haben ihn immer noch nicht gefixt. Den haben wir vor einem Jahr oder so irgendwann mal entdeckt, ne? Und trotzdem wurde er immer noch nicht gefixt. Mal gucken, bekomme ich noch Damage? Ne, ich bekomme kein Damage mehr. Nee. Ich laufe immer so ein bisschen raus. Oh, tschüss Fix! Bis dann, ne? Mach's gut! Mal gucken, ob das irgendwann gefixt wird. Ich weiß auch gar nicht, ob das auf Konsole auch geht. Auf PC geht's auf jeden Fall, dass man halt das Spiel am Melden-Menü öffnet und dann kann man einfach mit WASD und Springen laufen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne bei Fix vorbei und wenn ihr Spaß hattet, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch seid, könnt ihr gerne noch abonnieren. Das Furzen hier, ey. Jedes Mal stinkt das hier in der Lobby so. Jedes Mal. Mann, ey. Oh Gott, ey. Kann ich erstmal duschen gehen, ne? Auf jeden Fall, Leute, tragt mich auch gerne noch als Creator ein. Falls ihr mich unterstützen wollt, einfach Snoxy dort eintragen. Und ja, Ehre geht raus an jeden, der das macht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.